Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommen wir endlich zu dem zweiten Teil. Von welchem Video? Von den Dingen, die für alle gelten, die überall gleich sind im Bodybuilding für den Muskelaufbau. So viele von euch da draußen auch verzweifeln mögen, dass ja alles so unterschiedlich ist, was wir Trainer sagen, vor allem auf YouTube, so sehr habe ich euch da gezeigt, dass es eigentlich doch nur ein kleiner Korridor ist, in dem wir uns alle bewegen und viel ausgeschlossen wird. Jetzt aber kommen wir zu dem Video, wo die möglichen Variationen sind. Und auch hier die Spielregeln bei den Variationen. Natürlich nenne ich jetzt keine expliziten Systeme, dann könnte das Video ellenlang werden. Nein, hier geht es darum, allgemeine Begriffe zusammenzufassen, wo denn jetzt noch der Spielraum ist. Und damit kommen wir gleich an dieser Stelle direkt zum ersten Variationsspielraum. Jedes Individuum reagiert auf unterschiedliche Bewegungen am besten mit dem Muskelwachstum. Das heißt, sprich, was wir kennen, unterschiedliche Übungen. Der eine mag einen besseren Bizeps bekommen, wenn er SZ-Curls macht, der nächste, wenn er Schrägbank-Curls macht. Der eine baut die Brust besser auf, wenn er schweres Bankdrücken macht, der nächste baut die Brust besser auf, wenn er Butterfly macht, eine Isolationsübung. All das kann passieren. Das heißt, verschiedene Bewegungen reagieren bei uns allen unterschiedlich auf den Muskelwachstum. Und dann kommen wir auch direkt schon zu einer Variation, die immer wieder zu Streitthemen führt. Wie groß muss die Bewegungsamplitude sein? Besser bekannt als ROM, Range of Motion. So viele haben in den vergangenen Jahrzehnten geprägt, nein, man braucht die gesamte Range of Motion, um möglichst gut den Muskel aufzubauen. Und das stimmt tatsächlich nicht. Ob das für die meisten nicht stimmt oder für die wenigsten nicht stimmt, ist hierbei erstmal nicht von mir zu bewerten. Ich persönlich glaube, dass viele Übungen auch mit einer geringen Range of Motion erst dadurch effektiv werden. Andere wiederum brauchen die Full Range of Motion. So oder so ist es eine sehr individuelle Sache. Zum einen, wie individuell ein Mensch bei den Übungen darauf reagiert. Das heißt, ein und der gleiche Typ kann beim Bizeps die Full Range of Motion brauchen und bei der Brust wiederum nur eine Teilrange. Es geht sogar noch weiter. Ein und dieselbe Person könnte bei SZ-Curls die Full Range of Motion brauchen, während bei Schrägbank-Curls es wesentlich besser ist, wenn er sich diese ausspart und nur eine Teilbewegung macht. Kann alles passieren. Experimentiert gerne selbst damit rum. Lasst euch aber nicht erzählen, dass nur das eine für alle Menschen gilt. Und dann kommen wir zum nächsten, was nicht unbedingt immer ein Streitthema ist, das kriege ich so wenig mit, aber bei uns im Kopf zu wahren Kriegszuständen führt, wenn wir es ehrgeizig meinen mit dem Bodybuilding. Welcher Wiederholungsbereich ist für meine Muskeln der optimale? Ja, hier gibt es eine grobe Orientierung. Die meisten von euch, die meisten Menschen bauen zwischen 6 und 12 Wiederholungen am besten. Auf der Hypertrophiebereich wird es auch genannt. Von 1 bis 6 Wiederholungen wird vor allem die Kraft ein wenig mehr gefordert, obwohl viel Muskelwachstum auch mit Kraft entsteht, vor allem im naturalen Bereich, habe ich die Erfahrung gemacht. Und alles jenseits der 12 Wiederholungen gibt euch eine tolle muskuläre Ausdauer, aber muss nicht zu den besten Resultaten bei der Muskelquerschnittsvergrößerung, sprich dem Muskelwachstum, münden. Aber auch hier, ein und dieselbe Person mag sehr unterschiedlich darauf reagieren. So kann die Brust vielleicht besser wachsen, wie bei mir, mehr tendenziell im Kraftbereich, sagen wir mal zwischen 4 und 8 Wiederholungen, während andere Muskeln, wie der Bizeps, auch gerne mal wachsen zwischen 10 und 20 Wiederholungen. Und ja, auch hier wieder, es kann sogar von Übung zu Übung unterschiedlich sein. So kann es sein, dass ich beim Bankdrücken bessere Resultate eigentlich erziele für Muskelwachstum, wenn ich hier mich zwischen den besagten 4 bis 8 Wiederholungen aufhalte, während ich bei einer Isolationsübung wie Butterfly vielleicht tatsächlich bessere Resultate erziele, wenn ich zwischen 10 und 15 Wiederholungen bin. Das sind alles Variationen. Und natürlich das Streitthema Nummer 1, besonders auf diesem Kanal, wie lang und wie oft muss ich trainieren? Gerade zu dem wie oft gibt es eben diese große Zwiespaltung im ganzen YouTube-Bereich, die euch immer wieder zum Verzweifeln bringt und zu diesen Kommentaren bringt. Nämlich 2-mal die Woche den Muskel trainieren oder doch nur 1-mal. So manch einer mag sogar darüber hinausgehen und die besten Resultate erzielen mit 3-mal, 4-mal die Woche den Muskel. Ganzkörpertraining oder dergleichen. Immer nur so ein bisschen, nicht zu viel Volumen, aber dafür alle 2 Tage. Und andere wiederum machen es richtig krass und trainieren alle 10 Tage. Das sind alles die Variationen. Auch hier, es gibt einen Bereich. Ja, 5-mal am Tag wird den wenigsten. Nein, ich behaupte, niemanden gut tun und zu mehr Muskelaufbau führen. Und auch nicht 1-mal im Jahr. Deswegen, auch hier schränkt es sich wieder ein bisschen ein, aber hier gibt es ordentlich Variationsraum. Das gleiche gilt für die Frage, wie viel Protein brauche ich? Ja, so manch einer mag auch gut aufbauen, wenn er 1,3 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu sich nimmt. Vielleicht wird jetzt sogar mancher sagen, ach, ich nehme nur 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu mir.
Und andere wiederum merken, dass es einen ordentlichen Schub gibt, wenn sie 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen. Und da wir hier schon einmal bei der Ernährung sind, was ist sonst noch nötig an Nahrungsmitteln? Da geht es vor allem oft in den Bereich der Kompensation. So manch einer läuft hervorragend damit, gar nicht allzu viele Vitamine zu sich zu nehmen, zu viel verschiedene. Der Körper schafft das irgendwie. Oder er hat es auch noch zusätzlich in der normalen Ernährung drin. Der Nächste braucht die Vitamintabletten als Zusatz. Hier geht es wirklich ganz individuell auseinander. Auch brauche ich mehr Kohlenhydrate, um richtig Trainingsenergie zu haben, oder eigentlich nicht. Wenn ich irgendwo natürlich einen Mangel habe, Schwächen habe, generell schon andere Hormonspiegel habe, der immer sehr individuell ist, dann gibt es verschiedene Lebensmittel, die natürlich verschieden gut ansetzen. Und wer so wie ich ganz gerne seine Ernährung mal aufpäppelt mit einigen Zusatzstoffen, um es sich ein bisschen leichter zu machen oder um gerade etwas zu kompensieren, der kann gerne mal bei Wider vorbeischauen. Mit dem Code GOTTI bekommt ihr hier immer den maximalen Rabatt und der liegt zurzeit bei 20%, die sicherlich ganz gut tun beim Supplementkauf. So könnt ihr den Kanal unterstützen und natürlich euren Muskelaufbau, indem ihr die entsprechenden Dinge holt, wo ihr meint, dass diese für euch nötig sind und angemessen. Und damit kommen wir schon zu den letzten beiden Punkten. Ganz individuell, wie gut reagiere ich überhaupt als Individuum auf Muskelaufbau, auf den Reiz, den ich setze zum Muskelaufbau? Schafft es mein Körper, das ziemlich schnell zu machen oder ist er sehr langsam? Geht es so gut wie gar nicht? Egal, was ich tue und egal, in welchem Wiederholungsbereich ich bin und egal, wie viel Gewicht ich bewege, oder reicht es bei mir schon fast, eine Hantel anzugucken und der Muskel wächst. Das ist enorm unterschiedlich, enorm individuell und enorm scheiße. Und dann natürlich, wie hart muss ich trainieren? Da scheiden sich auch die Geister. Für mich gilt ganz klar, über 90% tun gut daran, wirklich alles zu geben und immer jeden einzelnen Satz bis zum Muskelversagen zu machen. Aber das hier soll diesmal kein Video werden, wo ich euch sage, wie man es wohl am besten macht, meiner Erfahrung nach, sondern wo ich euch einfach nur sage, wo sind die Variationen. Und ja, so manch einer da draußen hat vielleicht wirklich alles ausprobiert, obwohl ich den wenigsten davon glaube, und kommt zu dem Ergebnis, dass er 2-3 Reps in Reserve lässt und damit tatsächlich besser aufbaut. Und ja, ich schlage nicht aus, dass das nicht auch bei vielen insgesamt hinhaut und die damit Besseres tun, weil sie einfach nicht so die Regeneration haben und es dem Muskel allgemein besser tut bei denen. Das alles sind die möglichen Variationen. Wer zu dem Thema Reps in Reserve nun etwas mehr wissen möchte, der schaut sich dieses tolle Video dazu an. Wahnsinnig ausführlich diesen Punkt besprochen und eigentlich bleibt da nichts mehr zu übrig. Schaut es euch an, schreibt mir Kommentare, ich bin gespannt. Ansonsten, wenn euch solche Videos gefallen, Daumen hoch. Eure Kommentare da unten rein, was ihr noch übrig habt an Variationen, die ich vielleicht vergessen habe. Und ansonsten abonniert den Kanal und schaut euch mal die anderen Videos an. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.